Ja, liebe Leute, hier bin ich noch mal ganz kurz ein Update zum DAX. Ja, zu den Indizes und zum DAX. Es scheint fast so, als würde er sich jetzt stabilisieren hier zum Nachmittag. Das kann sich natürlich, je nachdem, wie die, ja, wenn dann die letztendlich die US-Indizes eröffnen, also der US-Markt, ja, was der dann sagt. Aber auch hier, wenn wir mal ganz kurz schauen, beim S&P 500 haben wir ja hier genauso ähnlich, ja. Auch hier so eine Art Widerstandszone, ja, also genau da, wo wir uns eben letztendlich gerade befinden. Und tja, soll nochmal einer sagen, Charts hätten keine Aussagekraft, selbst in so turbulenten Zeiten, wie wir sie gerade sehen, bezüglich den Coronavirus. Und ich habe ja schon vor ein paar Wochen, vor einem Monat ungefähr, ein Video gedreht, als das Thema Coronavirus hochkam. Ob das nicht, wenn wir dann mal eine Bässe sehen oder eine Korrektur, so wie wir jetzt hier gesehen haben, ob Coronavirus da tatsächlich der einzigste Grund dann für ist oder ob das einfach nur ein vorgeschobener Vorwand ist oder ein Grund, um einfach auch ein bisschen abzulenken von Themen, die im Hintergrund laufen. Ja, also dass eben wir im Interbankensystem Probleme haben, teilweise Vertrauensverlust und so weiter. Ja, wir haben gewisse Probleme in unserem System. Ja, das ist nicht wegzuleugnen. Und so ein Coronavirus-Thema, ja, der eignet sich natürlich perfekt, um von allem anderen abzulenken. Ja, also das ist nun mal so nebenbei noch. Und ich will das Video jetzt auch nicht zu lange machen. Auf jeden Fall, wir haben jetzt draußen gerade ein Schneegewitter. Das habe ich auch, also noch, glaube ich, noch nie wirklich so erlebt. Also wo es donnert, wo es blitzt und wo es schneit und hagelt zugleich. Ja, lass uns mal einer sagen, der Klimawandel lässt grüßen. Es gäbe keinen Klimawandel, weil das ist schon, weil Vormittag war noch strahlender Sonnenschein und irgendwie 13 Grad. Also, da kommt mir gerade der Film, wie heißt der nochmal, 2020 oder so, so ein Weltuntergangsfilm, ja. Auf Netflix, ja, sehr empfehlenswert, ne? Auf jeden Fall, ja, das wollte ich einfach noch mal ganz kurz hier. Also wir sehen hier, es konsolidiert sich jetzt alles und hier sieht man es einfach noch mal ganz schön, was ich heute Vormittag eingezeichnet habe. Ja, das heißt, wir stülpen uns jetzt hier gerade so ein bisschen, ja, in Richtung Positivität wieder und das kann natürlich, ja. Da unten jetzt sozusagen konsolidieren für ein paar Tage. Ja, also man sieht zum Beispiel hier im Stundenchart vom S&P. Ja, also das heißt rauf runter, also Konsolidierung. Ja, das könnte auch auf Tagesbasis passieren für alle Indizes. Es könnte aber auch passieren, dass wir einfach eine V-förmige Erholung haben sozusagen, also dass es einfach wieder steil bergauf geht. Ja, warum? Denn diese ganze Bässe, das ist ja immer das gleiche Spiel, ist ja nicht nur dadurch erfolgt, dass Leute einfach ihre, ja, verkauft haben, abgestoßen haben, ihre Bestände und so weiter, sondern auch durch Leerverkäufer. Ne? Also da sind bestimmt einige mit spätestens nach der gestrigen, also nach dem Montag sind einige mit aufgestiegen und als es dann runtergebrochen ist unter 13.000. Gestern im Schlusskurs, also schon im Montag am Schlusskurs unter 13.000 und dann sind bestimmt auch einige Leerverkäufer mit rein, die jetzt wahrscheinlich gerade sich alle eindecken, ihre sogenannten Gewinne oder ihre Stops sozusagen gerade ausgelöst werden. Ja? Und das kann natürlich wieder raufgehen bis über 13.000. Ne? Musste man jetzt genau wissen, wie viele da im Markt sind, ja? Wie viele Shortseller gerade und so weiter, muss man sich alles anschauen, soweit es überhaupt möglich ist. Klar, es gibt Orderbücher und so weiter, aber letztendlich weiß man es nie genau. Und ja, soweit einfach kurz der Update oder dieser kleine Zusatz zum Thema Indizes und der ganzen Bässe. Ja, das ist letztendlich schon, ja, hier heute, wir bereits heute, ja, wer hätte das vermarkt, wer hätte das geglaubt, mit einer blauen, in dem Fall blau. Also mit einer positiven Kerze aus dem Geschäft rausgehen. Ich gehe mal davon aus, dass das Ganze sich so irgendwie einpendelt, dass wir vielleicht so eine Art, ja, so ein Doji halt haben,
der nach oben, nach unten geht. Also das heißt, dass wir uns vielleicht irgendwo bei 12.550 oder so dann einpendeln. Was ja auch viele sagen, dass genau da sozusagen der Rebound-Punkt ist und so weiter. Also die ganze Charttechnik hier scheint relativ gut zu funktionieren dieses Mal. Scheint so, ja. Es kann natürlich auch sein, dass es irgendwie, wenn die US-Märkte eröffnen, ja, die einfach sehr führend sind, ja, dass es jetzt, dass sich diese Erholung jetzt nur auf dem Vormittag oder beziehungsweise auf dem Nachmittag, frühen Nachmittag bezieht und dass wir dann nochmal ein bisschen weiter runter abtauchen. Aber was auf jeden Fall bis dato nicht passiert, ist eine weitere fette rote Kerze von 1000 Punkten, ja, oder 600 Punkten. Sieht momentan nicht so aus. Und wie gesagt, es sind bestimmt eine Menge Leerverkäufer da auf diesen Zug aufgesprungen, die jetzt sich dann letztendlich wieder eindecken müssen. Und deswegen habe ich ja heute Vormittag schon gesagt, ja, steigt jetzt nicht ein mit Leerverkäufen oder sowas, ja. Das ist genau der falsche Zeitpunkt, ja. Einfach, weil viele nämlich dann schon sofort sagen, ja, und jetzt hier profitieren von mit Leerverkäufen. Nein, es ist zu spät schon wieder, ja. Und so bewahrheitet sich das auch letztendlich, was ich heute Vormittag schon in dem Video veröffentlicht habe. Ja, scheint zumindest so. Wir schauen uns das an. In ein, zwei Stunden wissen wir mehr. Bis dahin, euer Thomas Klein. Tschüss.